Diesmal wird zum Gruß, Leute. Es geht weiter mit Memoria. Und ja, wir haben die dritte Kammer zuletzt mit Satya gefunden gehabt. Und Geron spricht jetzt hier gerade darüber, ja, ob er alles verstanden hat. Wir können jetzt sagen, ich habe alles verstanden. Oder wir sagen nochmal, nee, hier Garten des Vergessens ist noch nicht so ganz klar. Oder Maske. Mir persönlich ist es klar, aber ich frage trotzdem einfach nochmal erstmal nach der Maske. Was kann die Maske nochmal? Sie stellt dich vor eine Entscheidung. Trägst du sie und sprichst die Formel auf ihrer Innenseite, verlierst du all deine Erinnerungen. Sprichst du jedoch den Namen des Zeitdschinns, erscheint er dir und bringt ein Stück deiner Vergangenheit zurück in die Gegenwart. Das ist natürlich toll. Der Garten des Vergessens. Wieso wird dort jedes Wort wahr? Soweit ich das verstanden habe, liegt das daran, dass Satinaf nicht weiß, was in dem Garten geschieht. Es aber wissen muss, um es in sein Buch der Zeit zu schreiben. Muss denn alles in diesem Buch stehen? Scheinbar. Auf jeden Fall macht ihn dieses Unwissen wütend. Darum hat er dafür gesorgt, dass alle Ereignisse im Garten für die Außenwelt ohne Folgen bleiben, bis man ihm davon erzählt. Was wäre denn ein Beispiel? Sagen wir mal, du gehst mit einem Ring in den Garten und verzauberst ihn dort, ja? Ja. Sobald du den Garten verlässt, ist der Zauber sofort wieder verflogen. Warum? Weil im Buch der Zeit nicht drin steht, dass du ihn verzaubert hast. Und was nicht im Buch der Zeit steht, das ist doch nicht geschehen. Erst wenn du außerhalb des Gartens davon erzählst. Und Satinaf mich hört? Und Satinaf dir glaubt? Erst dann öffnet er sein Buch und schreibt, Geron ging in den Garten des Vergessens und verzauberte Bredas Ring. Und der Ring ist verzaubert. Was, wenn ich lüge? Tja, wenn Satinaf dir glaubt, dann wird auch das wahr. Zumindest so lange, bis er erfährt, dass du gelogen hast. Ich glaube nicht, dass er es mag, wenn man ihn an der Nase herumführt. Das hast du da alles herausgelesen? Ich dachte, es liegt auf der Hand. Ja, so habe ich das auch verstanden gehabt, nur das mit der Maske hatte ich so ein bisschen, ja, das wurde ja nur kurz erwähnt, dass aus der Vergangenheit das in die Gegenwart geholt werden kann. Was sehr interessant ist, wir haben jetzt quasi so ein paar Möglichkeiten, die so ungefähr vermuten lassen, wie das Ende aussehen kann, aber so wirklich klar, was da noch auf uns zukommt, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall haben wir jetzt erstmal alles verstanden und vielleicht geht's dann jetzt zurück zu Satya, mal schauen. Ich denke, irgendwie verstehe ich es. Aber bei den Zwölfen war die Welt damals verrückt. Ach was, im Gegenteil. Damals war sie noch voll von echter Magie. Eine Maske, die die Vergangenheit zurückholt. Ein Garten, der Lügen zu Wahrheiten macht. Das ist alles nicht zu vergleichen mit dem kümmerlichen Hokuspokus, den wir heute nur noch kennen. Lies weiter. Oh nein, was kommt als nächstes? Hier am Rand hat jemand anderes etwas hinzugefügt. Nachdem meine Prinzessin den Weg zum Garten erfahren hatte, kam sie ein letztes Mal zu mir. Der Stab! Ja, ist bestimmt der Stab, habe ich auch gerade gedacht. Oh ja, ich will auch wissen, wie es weitergeht. Ich weiß nicht, was mich dort erwarten wird, aber ich werde in den Garten des Vergessens gehen. Ich muss wissen, was Kasim dort wollte. Tut, was ihr nicht lassen könnt. Ich bin der Letzte, der sich eurem Wahnsinn in den Weg stellt. Ich möchte mich bei dir entschuldigen. Du hast dich immer gefragt, warum ich dich aus der Grabkammer befreite. Nun, ich brauchte ein Publikum. Jemand, der all meine Taten beobachtete und sich noch lange daran erinnern würde. Ich musste dich nur ausreichend beeindrucken und du hättest mich niemals wieder vergessen. Ich habe dich benutzt. Warum erzählt ihr mir das ausgerechnet jetzt? Es ist der Garten. Er macht mir Angst. Angst? Euch? Der Zeitdschinn ist ein zorniges Wesen. Zudem könnte ich dort Kasim in die Hände spielen. Ich habe Angst, dass ich nie wieder herauskommen werde und die Welt mich auf ewig vergisst. Das wird nicht geschehen. Nein? Nein. Ihr seid eine großartige Frau. Wenn ich Knie hätte, ich hätte euch schon längst einen Antrag gemacht. Ich dachte, ihr wolltet mich beeindrucken. Gerade hast du mich noch gehasst und jetzt liebst du mich? Ach, wo denkt ihr hin? Ihr seid die letzte Frau, in die ich mich verlieben würde. Eine Frau, in die ich mich verliebe, ist gefährlich und unberechenbar. Geheimnisvoll, launisch. Das klingt genau wie ich. Nein, eine Frau, in die ich mich verliebe, ist so berechnend und undurchsichtig, ich könnte ihr niemals vertrauen. Doch euch, Charizat, vertraue ich inzwischen.
Warum auch immer. Der Luftmagier hat sich bereit erklärt, als Beobachter auf die fliegende Festung mitzukommen. Ich habe ihn gebeten, dich mit an Bord zu nehmen. Ihr habt was? Nun, da wir endlich Freunde sind, schickt ihr mich einfach in den Tod? Wenn ich den Garten überstehe und es in die Schlacht schaffe, will ich, dass wir Seite an Seite kämpfen. Dann übersteht den Garten bitte auch. Ich will nicht allein in den Niederhöllen landen. Das wirst du nicht. Ich meine das ernst, Charizard. Wenn ihr nicht herauskommt, dann komme ich euch holen. Keine Angst. Egal wie aussichtslos meine Lage auch ist, ich habe immer etwas in der Hinterhand. Ich bin bald zurück. Das fand ich persönlich gerade sehr, sehr schön zwischen den beiden. So, da wären wir. Ja, also ich fand das gerade total nett auch von ihr, dass sie mal so ein bisschen Gefühl gezeigt hat. Sie hat sich entschuldigt und das habe ich ehrlich gesagt auch so ein bisschen an ihrem Charakter so... ja, mir gedacht, also, dass sie zwar nach außen hin so, ne, harte Schale, weicher Kern, so ein bisschen, dass sie eigentlich nicht böse ist. Aber sie hat halt sehr viel Stolz und so und muss halt noch ihre Lektionen machen, halt wie so ein Kind, was erstmal sich die Hörner abstoßen muss irgendwie und ich mag auch den Stab nach wie vor. Also ich, weiß noch nicht so ganz, warum er auch einfach ihr geholfen und gesagt hat, ja, mach den, wie hieß er nochmal? Na, der Bösewicht, dem wir die Maske die ganze Zeit aufgesetzt hatten am Anfang und ja, dass er das so einfach ihr mitgeteilt hat, mach mal, setz dir mal die Maske auf, obwohl er ja wusste, was das mit einem macht. Also, dass es dann eigentlich nur noch so eine Hülle ist quasi. Und das hat ihr ja gar nicht gefallen. Ich finde es toll, dass die beiden sich deswegen jetzt vertragen haben. Vielleicht, weil er selber auch verwandelt wurde, denkt er sich, okay, wenn ich schon jemanden mag, dann macht mir das jetzt auch nicht so viel aus, wenn jemand anderes irgendwie. Ich weiß es nicht. Ich schau noch mal, was da so auf uns zukommt, ihr ja auch, und guck mir das Siegel hier mal an. Ich weiß auch gerade irgendwie gar nicht, wo wir genau sind. Es fühlt sich an wie ganz normaler Stein. Die Spur hat mich hierher geführt. Naja, es geht natürlich jetzt zum Garten, aber trotzdem sind wir hier irgendwie auch in so einer relativ unbekannten Gegend, so wahrscheinlich kurz vorm Eingang. Ich muss erst sicher gehen, dass ich da auch wieder herauskomme. Mit einem Seil nehme ich mal an. Lieber nicht. Gut. Dann können wir jetzt runter und da hinten wollen wir dann auch. Und da sind wir im wundersamen Garten, wo wir die ganze Zeit schon hin wollten. Toll. Du bist tatsächlich gekommen. Setze meine Maske auf. Und träume von meinem Namen. Was für eine Ehre. Mein Rubin an der heiligen Maske des Zeitjins? Satya, ich bitte dich. Damit fehlt mir nur noch der Name des Jins. Als ob ich ihn dir jemals verraten würde. Ach, das brauchst du doch gar nicht. Wir sind hier im Garten des Vergessens. Vergessen? Alles, was hier drin geschieht, wird erst wahr, wenn jemand Satinaf davon erzählt. Meine Dienerin wird einfach behaupten, dass ich dich hier gefunden und gefoltert habe, bis du mir schließlich den Namen verrätst. Kein echtes Blut, nur eine kleine Lüge. Aber in den Augen der Welt eine wahre Lüge. Ich werde diesen Ort verlassen und es wird sein, als hättest du mir den Namen wirklich verraten. Aber psst, das bleibt unter uns. Ich werde dich finden und ich werde dich vernichten. Ganz bestimmt. Das ist nicht so gut gelaufen. Oh, wer kommt denn hier aus den Büschen? Es raschelt da. Nanu. Huch, der Luftgeist oder jemand anderes?
Jetzt raschelt es hier rechts. Das ist ja witzig. Wer ist denn da? Da bist du ja endlich. Ah, unser verspielter Luftgeist. Ich dachte schon, du lässt mich im Stich. Lass uns hier verschwinden. Halt! Eine Bewegung und du bist tot. Klettere zurück in das Loch. Sofort! Wer bist du? Wovor fürchtest du dich? Du bist ein Straßenmädchen, richtig? Halt den Mund! Ja, bist du. Du bist nicht tätowiert. Kasim hat das schon immer geliebt, mit kleinen armen Mädchen zu spielen. Halt den Mund! Warum zitterst du so? Sollte ich nicht diejenige sein, die Angst hat? Kasim hat gesagt, ich soll dich töten, wenn du nicht gehorchst. Wirklich? Fordere es nicht heraus. Lass mich gehen. Kasim wird niemals davon erfahren. Es geht nicht um Kasim. Sondern? Es ist... Er hat mir befohlen. Sprich weiter. Ich habe für ihn gelogen. Und jetzt ab in das Loch. Es darf dich niemand sehen. Töte mich. Na los, drück ab. Das ist mein letztes Wort. Spring in das Loch. Lüge erraten, Lüge hinterfragen, Lüge aufdecken. Erraten ist ein bisschen, Lüge hinterfragen. Ich glaube, dann sagt sie nix, Lüge aufdecken vielleicht. Was hast du Satinaf erzählt? Wie hat Kasim mich gefoltert? Ich schieße gleich. Tu es doch. Töte mich. Ich kann nicht. Lüge erraten, dann hinterfragen wir einfach mal. Ich wurde nicht gefoltert. Das kannst du nicht beweisen. Siehst du etwa irgendwelche Wunden? Warum tust du nicht einfach, was ich dir sage? Du kannst mich nicht töten. Ah, du kannst mich gar nicht töten. Jedenfalls nicht hier draußen. Du hast erzählt, ich wäre im Garten gestorben, richtig? Hör auf! Aber wie kann ich dann hier stehen und mit dir reden? Oh. Bei den Göttern. Wir haben die Zeit betrogen. Wo ist sie hin? Sozusagen. Satinaf hatte das Mädchen zerfetzt. Er korrigierte damit den Lauf der Dinge. Der Prinz vergaß wieder den Namen des Djinns und Satya war wieder frei. Mein Luftgeist brachte sie auf die fliegende Feste und erstattete mir anschließend Bericht. Obwohl es ihm unmöglich ist zu lügen, riet ich ihm bei seinem Bericht zur Vorsicht. Jedes Ereignis, das sich im Garten ereignet hatte, musste so wahrheitsgetreu wie möglich erzählt werden, um nicht der schrecklichen Logik des Gartens in die Hände zu spielen. Hier endet der Eintrag. Das ist alles? Ganz am Schluss. Auf der letzten Seite steht noch etwas. Was ist das für ein Geschrei da draußen? Ich sehe nach. Geron! Das ist bestimmt Nuri oder so. Die Thulamiden wurden im Wald gesichtet. Die Stadt bereitet sich auf eine Hetzjagd vor. Auch das noch. Oder auch nicht. Diesmal stecken die Armee und das Kampfseminar auch mit drin. Kannst du versuchen, sie aufzuhalten? Ich werde sehen, was sich machen lässt. Danke. Kapitel 6. Der ganze Wald wimmelt vor Magiern und Soldaten. Am besten teilen wir uns auf. Wie geht es deinem Flügel? Gut. Gut. Dann kannst du den Wald von oben absuchen. Ich bleibe unten. Unser Treffpunkt ist dann wieder hier. Alles klar? Ja. Hoffentlich finde ich diesen Ort wieder. Nuri, das ist dein alter Wasserfall. Du hast hier jahrelang gelebt. Ach so. Ja, stimmt. Bis gleich. Ah, sie vergisst ganz schön viel. Kapitel 5 Erfolg. Das ist ja schön. Wir sind also wieder zurück mit Geron. Und hier ist gerade so ein bisschen Action, deswegen gehen wir mal hier wieder zurück und suchen die Gegend ab, wie geplant. Zum Felsen, ins Waldstück, ins Moor, die Anhöhe hinauf. Gehen wir mal die Anhöhe hinauf, vielleicht haben wir da einen guten Überblick. Oh. Hallo, Herr Gruppenleiter. Du schon wieder. Ich helfe bei der Suche. Stimmt.
Das ist doch dein Fachgebiet. Ungezieferfang. Dann zeig mal, was du kannst. Stand der Suche, Befehle weiterleiten, weitermachen. Habt ihr schon Spuren von den Thulamiden? Nein, werden wir hier auch nicht finden. Wir waren bereits vor der Suchaktion hier, auf einem Übungsmanöver. Wenn sich die Ratten Richtung Moor geschlichen hätten, hätten wir es gesehen. Befehle weiterleiten, wir machen mal weiter. Viel Glück noch. Ja, geht klar, dann gehen wir mal zum Mob. Ein Glück. Sie haben ihn immer noch nicht gefunden. Okay, gut. Ja, dann müssen wir wohl noch ein bisschen rumlaufen. Hier gehen wir mal die Felswand entlang. Sie ist zu steil. Da kommt niemand rüber. Mhm. Er ist auch hier, Herr Ritter Zornbold, den kennen wir ja schon. Ritter Zornbold? Ha, wenn das nicht Geron ist. Dich habe ich ja seit letztem Winter nicht mehr gesehen. Wenn ich mich recht erinnere, war das kurz bevor der Seher verschwand. Wie ist es dir seither ergangen, alter Gauner? Stand der Suche. Hat deine Gruppe schon irgendwelche Spuren gefunden? Wir wissen, dass die Thulamiden hier einmal von Ost nach West vorbeigekommen sind. Oder von West nach Ost. So genau wissen wir das nicht. Wir können dem auch nicht nachgehen, da uns befohlen wurde, vorerst die Stellung zu wahren. Ich hasse es, untätig herumzusitzen. Ehrlich gesagt, kenne ich euch nicht anders. Befehle weiterleiten. Es gibt neue Befehle. Wie auch immer sie lauten. Ich darf von Außenstehenden keine Anweisung entgegennehmen. Nur vom Anführer und dessen Boten. Das ist eine Sicherheitsmaßnahme, damit im Mob kein Chaos ausbricht. Okay, ich bin dann der Bote? Ist der Bote hier? Er war hier. Vielleicht ist er es noch immer. Anders als die Magier kann ich im Dunkeln nicht sehen. Okay, dann mache ich weiter. Ich suche dann mal weiter. Gehab dich wohl, Geron. Jo, alles klar, Herr Ritter. Dann gehe ich mal wieder in den Wald. Hier. Und dann gehen wir mal zum Zeltplatz. Ich habe nicht den Befehl zum Anhalten gegeben, Breda. Was soll das? Warum stehen die Truppen still? Wenn die Suche weiter landeinwärts getragen wird, entfernen wir uns zu weit von der Stadt. Andergast wäre den Thulamiden schutzlos ausgeliefert. Aber was, wenn sie uns entwischen? Alle Spuren deuten darauf hin, dass sie sich hier in der Nähe aufhalten. Ich halte es für besser, wir halten die Stellung und gehen gezielt allen Hinweisen nach, statt planlos Richtung Steineichenwald zu ziehen. Nun gut, ich gebe dir etwas Zeit. Wenn wir allerdings bis dahin keine neue Spur haben, machen wir es, wie ich es sage. Bis dahin trägst du die Verantwortung. Verstanden. Okay. Stand der Suche, Organisation, Befehle weiterleiten. Ich will bei der Suche helfen. Gibt es eine Spur? Ja, die Thulamiden waren bis vor kurzem hier. Allerdings wissen wir nicht, in welche Richtung sie anschließend geflohen sind. Besser, du überlässt alles Weitere uns. Es ist hier zu gefährlich für einen einfachen Bürger wie dich. Mhm. Breda? Sprich mit mir, wenn du was zu sagen hast, Vogelfänger. Oh. Breda ist meinem Ruf endlich gefolgt. Und sie hat sich bereit erklärt, unsere Suche in meinem Namen zu leiten. Ich erwarte, dass sie wieder zu ihrer alten Form aufläuft. Ich werde euch nicht enttäuschen. Das will ich dir auch geraten haben. Na, ja, ja. Wie erfahrt ihr, wenn eine der Gruppen etwas gefunden hat? Ein Bote läuft mit einer Fackel von Gruppe zu Gruppe und hält sie alle auf dem Laufenden. Woran erkenne ich ihn? Du erkennst ihn gar nicht. Er trägt eine verzauberte Schriftrolle, die nur Magier im Dunkeln sehen können. So können wir ihn ohne Probleme erkennen. Na toll. Ich soll einen Befehl von den anderen Gruppen weiterleiten. Verdammter Heißsporne! Wer auch immer dich losgeschickt hat, sag ihm, dass außer mir niemand Befehle zu geben hat. Okay. Es sei denn, sie tun sich nächstes Jahr so sehr hervor wie Breda. Aber davon kann ich wohl nur träumen. Muss man ja mal probiert haben. Ich hoffe, ihr findet diese Ungeheuer. Das werden wir ganz bestimmt. Gut, dann haben wir ja quasi auch neue Informationen. Oh, ins Zelt können wir auch halt. Noch. Wo gedenkst du hinzugehen? Okay, oder auch nicht. Dann gehe ich jetzt wieder. Was ist mit der Truhe? Eda, nicht anrühren! Der ganze Zeltplatz ist Teil unserer Suche nach den Dämonenbeschwörern. Ja, okay, alles klar, weiß ich Bescheid. Niemand darf in das Zelt der Beschwörer, also verschwinde. Die Lampe hätte mir jetzt gedient, um, ja. Moment mal, können wir die zerstören? Ich will ihn hier irgendwie ein bisschen ärgern. Können wir das... Angeblich trägt der Bote eine verzauberte Schriftrolle.
Ja, wir haben jetzt wieder unsere anderen Fähigkeiten. Wir können magische Dinge sehen. Ich scheine ihn verpasst zu haben. Das macht nichts. Das machen unseren Mega-Magic-Suchzauber irgendwie einfach mal wieder woanders. Gehen wir mal ins Wald. Fahi! Wo seid ihr? Nichts. Hallo! Nichts. Die Truppen werden schon wissen, warum sie weitergezogen sind. Hey! Fahi! Hier sind sie auch nicht. Zum Ufer, da waren wir auch noch nicht. Oh, und hier benutzen wir mal unser Magisch-Ding. Angeblich trägt der Bote eine verzauberte Schriftrolle. Ich scheine ihn verpasst zu haben. Okay. Dieses Waldstück ist voll von Soldaten. Ein Glück. Sie haben ihn immer noch nicht gefunden. Ach, was mache ich denn da bloß? Also hier ist dann anscheinend auch gerade nichts. Dann gehen wir wieder zurück. Aber wir können bestimmt unseren Suchzauber noch woanders verwenden. Nori sollte inzwischen wieder zurück sein. Aha, dann also zum Wasserfall. Nori, was sagst du? Hast du sie gefunden? Nein, der Wald ist viel zu groß. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Nori gezielt losschicken. Ich möchte, dass du bei deiner nächsten Runde eine ganz bestimmte Strecke fliegst. Welche denn? Gute Frage. Starte am Zelt. Beginne am Zeltplatz und flieg dann weiter. Oh Gott, so viele Möglichkeiten. Über den Fluss. Über den Fluss. Und dann bis nach Andergast oder bis zum Felsen? Bis zum Felsen. Anschließend kehrst du hierher zurück. Gut, bis gleich. Und ich gehe derweil selber auch nochmal suchen? Geron! Oh, klingt gut. In den Ästen eines Baumes sitzt ein kleines Mädchen. Wo genau? In der Nähe vom Fluss. Vor dem Baum stehen ein Mann und eine Frau. Die Frau liest in einer Karte. Darf ich versuchen, sie abzulenken? Ja. So, nein, bleib hier. Oh Gott. Ich weiß nicht. Wenn sie Verwirrung macht, vielleicht gehen die dann da weg. Nein, bleib hier. Ach, mach einfach. Versuche es. Gut, bis gleich. Huhu! Habt ihr das gehört? Fangt mich doch, wenn ihr könnt! Lasst euch nicht verwirren. Zwei Männer sollen ihr folgen. Die anderen bleiben hier. Zu Befehl! Sehr gut. Ach, das hat ja gut geklappt. Sie sind langweilig. Und viel zu viele. Zwei von ihnen haben mich bis zum Fluss gejagt. Die anderen sind am Baum geblieben. Verdammt! Aber danke. Bitte! Das ist schön. Ach, das finde ich, hat ganz gut geklappt für den ersten Versuch, dass wir da die Horde gleich gefunden haben. Nur, dass wir da selber noch hin müssen. Aber die sind ja irgendwie anscheinend am Fluss. Na, schauen wir mal, ob wir die im nächsten Part nochmal aufsuchen. Wir sind auf jeden Fall ein ganzes Stück weitergekommen. Und ich freue mich, wenn ihr wieder einschaltet. Natürlich. Bis dann.